In diesem Video heute möchte ich euch gerne meine Neuzugänge für das 300 Liter Wohnzimmer-Aquarium vorstellen. Das ist für mich eine relativ besondere Geschichte, denn die Tiere, die ich jetzt hier einsetze, die sieht man nicht allzu oft im Handel. Und zwar in der Form, wie ich sie jetzt hier bekommen habe. Und zwar handelt es sich hier um den Schmetterlingsbuntbarsch Microgeophagus ramirezi, der sehr, sehr weit verbreitet ist und sehr häufig im Handel ist, allerdings in den Zuchtformen. Da gibt es ganz verschiedene Zuchtformen von. Ich habe auch schon mal ein Video gemacht zu dieser Art und zur Haltung dieser Art, aber jetzt habe ich nicht die Zuchtform bekommen, sondern ich habe tatsächlich die Wildform im Handel gefunden und da konnte ich nicht widerstehen. Die Schmetterlingsbuntbarsche, die ich hier drin gehalten habe, die sind vor geraumer Zeit an tatsächlich Altersschwäche gestorben. Die Tiere werden nicht sonderlich alt. Man sagt, so 2 Jahre ist da schon ungefähr Maximum. Auch da mag es immer Ausnahmen geben. Ich habe ja schon mal ein Video zu den Alterungsprozessen von Aquarienfischen gemacht. Die Spanne in den Angaben ist immer wirklich sehr, sehr groß. Aber gerade bei den Ramirezi sagt man, dass das ungefähr bei 2 Jahren dann auch echt Ende ist. Und die Tiere, die ich hatte, sind sehr, sehr alt geworden, waren richtig schön kräftig und groß und sind dann aber eben gestorben vor längerer Zeit. Jetzt wusste ich, dass in diesem Aquarium diese Schmetterlingsbuntbarsche sich ganz gut halten und als ich dann im Handel die Wildform gesehen habe, konnte ich einfach nicht widerstehen. In großen Abständen findet man die Tiere im Handel, immer mal wieder also, und die schwimmen meistens auch relativ lange beim Händler rum, weil sie einfach sehr, sehr unscheinbar sind im Vergleich zu den tollen, hochgezüchteten Fischen in den verschiedensten Farbschlägen, die man sonst so kennt. Die Tiere, die ich jetzt hier habe, sind tatsächlich auch Wildfänge und deswegen will ich dazu noch ein bisschen was loswerden, was da so meine Meinung zu ist, meine Einschätzung zu ist. In der Aquaristik sind Wildfänge nicht sonderlich groß verbreitet, aber sie kommen immer wieder vor und es gibt bestimmte Arten, die wirklich auch heute noch hauptsächlich aus der Natur entnommen werden und das hört sich auf den ersten Blick immer ganz schrecklich an. Wenn man aber die Zusammenhänge vor Ort aus den Herkunftsgebieten etwas mehr durchblickt, dann wird relativ schnell deutlich, dass die Entnahme von Wildfängen aus der Natur also für die Aquaristik, für das Hobby, keine großen negativen Einflüsse auf die Natur hat. Allerdings, das muss man sagen, einschränkend, kommt es natürlich immer auf die speziellen Zusammenhänge an und die speziellen Arten, die man dort entsprechend dann der Natur entnimmt. Ein ganz klassisches Beispiel, in dem man das immer wieder sehr schön verdeutlichen kann, ist der rote Neon Paracherodon axelrodi. Obwohl es heute auch wirklich mittlerweile Nachzuchten dieser Tiere im Handel gibt, stammen doch immer noch die meisten Tiere im Handel aus der Natur. Und diese Tiere kommen aus dem Amazonasgebiet, ganz grob gesagt, und dort haben die Tiere dazu geführt, dass die Gewässer, in denen sie vorkommen, entsprechend geschützt sind durch die Einwohner, die entsprechend von dem Fang der roten Neons leben. Wenn also diese Nachfrage der Aquaristik nicht dort wirklich vorhanden wäre, dann müssten sich die entsprechenden Bewohner dieser Gegenden andere Jobs suchen und die meisten Jobs sind sehr naturschädlich, die man dort hat. Und dadurch, dass der Neon so beliebt ist in der Aquaristik, sind einfach die Ursprungshabitate geschützt, denn die Hauptgefahr für so eine Art in der Natur ist meistens nicht die geringe Entnahme von Aquarientieren, sondern tatsächlich die Zerstörung der Lebensräume. Ich wäge das immer ab. Ich bin also nicht grundsätzlich dafür, dass man auch Wildfänge hält, aber ich sehe durchaus, dass das nicht etwas ganz Schlimmes ist, denn auch die Erforschung dieser Arten und der Vorkommen von verschiedener Fischarten in den natürlichen Habitaten ist ein Riesenpunkt, der einfach dazu führt, desto mehr wir die Natur kennenlernen und auch wissen, was für Fische in den verschiedenen Gebieten leben, desto mehr wird auch der Wert klar, diese Ökosysteme danach auch zu schützen. Und so muss man abwägen, da gibt es ganz viele Seiten. Ich habe sicherlich jetzt nicht alles gesagt, was man dazu sagen kann. Ich möchte euch auf jeden Fall jetzt in diesem Video erstmal die Wildform des Ramirezi vorstellen. Und ich finde das total spannend, den auch mal zu vergleichen, wirklich mit diesen Hochzuchtformen, die wir haben. Denn ich finde, da sieht man schon ordentlich Unterschiede. Und es ist auch da wieder faszinierend, was die Züchter aus dieser Wildform am Ende dann gemacht haben. Und ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall erstmal ganz viel Spaß beim Schauen des Videos. Das sind jetzt also hier die Tiere, die ich im Handel gefunden habe. Ich habe mich da wirklich sehr drüber gefreut, als ich sie entdeckt habe. Wie gesagt im Intro, ich habe immer mal wieder bei meinen Händlern hier in der Gegend im Ruhrgebiet die Ramirezi auch als Wildfänge gesehen.
Und dann auch schon festgestellt, dass sie da meistens sehr, sehr lange im Händlerbecken schwimmen. Sie sind relativ unscheinbar in der Färbung, gerade im Händlerbecken. Wenn sie sich dann erstmal eingelebt haben, dann kommen die Farben aber schon ganz gut zur Geltung. Ich habe 4 Tiere gekauft und man sieht schon, dass ich sie erstmal hier in meine Quarantänebox gesetzt habe. Ich bin ja ganz, ganz großer Freund davon, wirklich die Fische in Quarantäne zu halten. Und zwar sage ich immer wirklich für 4 Wochen, wenn man sie in ein schon besetztes Becken setzen möchte. Einfach um die Fische, die man schon hält in dem Aquarium, wo die denn reinkommen sollen, vor möglichen Krankheiten zu schützen. In der Quarantänebox befindet sich so ein Bob-Schwammfilter, der richtig gut eingelaufen ist. Also ich habe diese Box jetzt hier sehr lange schon laufen. Ich hatte jetzt immer wieder Fische da drin, die ihre Quarantänezeit da drin durchstanden haben. Ich habe hier den Heizstab drin, der gerade für die Ramirezi absolut wichtig ist. Die Tiere, da ist man sich einig, mittlerweile brauchen hohe Temperaturen. Ich sage mal so ab 27 Grad, da merkt man einfach, dass sie deutlich aktiver sind, dass sie farbenprächtiger sind, vor allem aber auch, dass sie deutlich besser fressen. Und ja, deswegen sind die einfach tatsächlich an hohe Temperaturen gewöhnt. Und gerade Wildfänge, die kennst du aus der Natur, so da sind auch Temperaturangaben von 27 bis 31 Grad zu finden. Und dem sollte man dann auch wirklich Rechnung tragen und für entsprechende Temperaturen im Aquarium auch sorgen. In der Quarantänezeit fütter ich hauptsächlich Lebendfutter, Frostfutter, aber weil die in mein 300-Liter-Aquarium sollen, habe ich hier auch schon industriell hergestelltes Futter gegeben und das nehmen die auch wirklich richtig gut an. Also Granulat und Futtertabletten und so weiter haben die wirklich sehr, sehr gut angenommen. Von der Seite sieht die Quarantänebox immer so ein bisschen trüber aus. Das ist dem Plastik geschuldet, aus dem die ist. Ich habe die von IKEA. Das ist so eine ganz normale Box, die man von dort kennt. Wenn man von oben rein filmt, sieht man aber, wie glasklar das Wasser eigentlich tatsächlich ist. Also ich sorge da wirklich für eine richtig gute Wasserhygiene über die gesamte Zeit. Ich mache da viele Wasserwechsel mehrmals in der Woche und sorge entsprechend dafür, dass da die Wasserhygiene stimmt und die Tiere sich wirklich gut hier einfinden und eingewöhnen können. Ich habe jetzt hier wirklich, muss ich sagen, auch echt Glück gehabt. Man weiß es bei Wildfängen nie so ganz genau, ob die nicht noch was mitbringen an Parasiten oder sonstigen Krankheitserregern aus der Natur, aus der Wildnis. Denn die haben natürlich auch wirklich einen langen Weg hinter sich, das muss man ganz klar sagen. Der Ramirezi ist in Südamerika beheimatet, dort in Venezuela, im Orinoco und da gibt es noch einen anderen Fluss, wo die auch noch vorkommen. Und das ist einfach ein sehr, sehr langer Weg und dieser Transport bedeutet natürlich unglaublichen Stress, wo dann entsprechend auch Krankheiten einfacher ausbrechen können. Zusätzlich kommt dann noch die Zwischenlagerung beim Großhändler und im Handel. Also das ist wirklich ein langer, langer Weg, den die Tiere hier unter Stress hinter sich gebracht haben. Und gerade deswegen finde ich hier eine Quarantänezeit von 4 Wochen absolut angebracht. Ich mache das grundsätzlich so, wenn ich Tiere in ein besetztes Becken setze, aber bei den Wildfängen finde ich das nochmal deutlich wichtiger. Man kann die wirklich schön beobachten in dieser Box und nach 4 Wochen war es dann soweit. Die haben in der ganzen Zeit keinerlei Krankheitsanzeichen gezeigt. Die haben gut gefressen, haben ein bisschen zugelegt. Die waren am Anfang noch ein bisschen dünn und haben sich einfach ganz, ganz toll gemacht. Und um die Tiere jetzt möglichst schnell und schonend umzusetzen, habe ich das ganze Zubehör aus der Box rausgenommen und fülle jetzt ein bisschen Wasser in so eine kleine Plastikschale, in der ich dann die Tiere in das Wohnzimmer-Aquarium überführe. Und fange die jetzt möglichst entspannt und ruhig dann aus dem Aquarium raus. Ich nehme dafür einen großen Kescher, mit dem ich da gut reinkomme. Die Box habe ich noch ein bisschen vorgezogen. Und dann einfach ganz entspannt, nicht groß jagen, sondern langsam mit dem Kescher unter die Tiere gehen und möglichst wenig Stress ausüben. Und dann kann man hier ein Tier nach dem anderen rausfangen. Sind wirklich schöne Tiere, die ich jetzt hier bekommen habe und die keinerlei Krankheitsanzeichen gezeigt haben. Und ich habe mich dann wirklich richtig darauf gefreut, die endlich in meinem Aquarium schwimmen zu sehen. Und das Umsetzen hat hier überhaupt gar keine Probleme gemacht. Als ich die 4 dann hatte, ging es rüber, der Transport hier durch meine Wohnung ins Wohnzimmer zu dem großen Aquarium. In dem großen Aquarium ist das Licht noch aus. Ich habe das extra zu so einer Tageszeit gemacht, um die Schmetterlingsbuntbarsche nicht zu sehr zu stressen. Ne, wenn da jetzt direkt so ganz grelles Licht reinscheinen würde, das würde denen sicherlich nicht gut tun. Ich habe noch eine Anpassung vorgenommen, das sieht man hier im Filter ganz schön, deswegen mache ich kurz dieses Display an. Die Temperatur habe ich hochgesetzt, sodass ich jetzt hier über 27 Grad habe. Ich habe ja den Leitwert über Osmosewasser noch ein bisschen runtergebracht und die Torfilterung
Dann macht das Wasser ein bisschen weicher und ein bisschen saurer, was diesen Fischen auf jeden Fall auch sehr entgegenkommt. Und dann habe ich die Tiere einfach sehr vorsichtig und langsam hier eingesetzt. Ich habe keinen großen Angleich gemacht, weil die Wasserwerte in beiden Behältnissen sehr, sehr identisch waren. Und das sind jetzt hier die ersten Situationen, die ersten Momente in dem neuen Aquarium. Die Tiere sind natürlich jetzt ein kleines bisschen gestresst und alles ist neu. Das ist hier direkt nach dem Umsetzen. Und jetzt sind die Tiere natürlich auch einfach sehr, sehr gut zu beobachten. Ich habe das Licht noch eine Weile ausgelassen, damit die sich hier noch einfinden können. Natürlich scheint von draußen schon das Tageslicht durch die Fenster in den Raum und erhellt das Aquarium, sodass man da trotzdem schon ein bisschen was sehen konnte. Ich habe mich dann gefreut, dass das Licht endlich irgendwann anging und ich die neuen Bewohner hier mir etwas genauer angucken konnte. In der Quarantänebox konnte man sie zwar schon ganz gut beobachten, aber in einem schön voll eingerichteten Aquarium und unter Beleuchtung ist das selbstverständlich noch was anderes. Zu Beginn waren die noch ziemlich scheu und sehr versteckt und zurückgezogen und dann trauten sie sich aber so langsam hervor, sodass ich dann auch mal einen näheren Blick auf die Tiere werfen konnte. Und ja, ich finde es einfach wirklich faszinierend, jetzt mal diese Wildfänge hier unseres Schmetterlingsbuntbarsches zu vergleichen mit der Zuchtform. Diese Zuchtform, die ist einfach insgesamt viel bulliger und vor allem viel farbenprächtiger. Da sieht man wieder, worauf die Züchter achten, wenn sie dann die Tiere vermehren oder züchten. Einfach wirklich die Körperproportion, das muss alles immer groß und bullig sein, die Farben müssen hervorstechen und so weiter. Mir persönlich gefällt hier dieser sehr natürliche Habitus, dieses etwas insgesamt etwas schlankere und pastellfarbigere Aussehen der Wildform sehr, sehr gut, muss ich sagen. Also ich stelle das immer so in Frage, ob das sein muss, hier Zuchtformen überhaupt herzustellen. Auf der anderen Seite finde ich das sehr, sehr faszinierend. Man sieht jetzt hier gerade auch den roten Antennenwels und den Albino-Sterbei, der da noch durchs Bild schwimmt. All das sind Zuchtformen. Da kann ich mich auch nicht ganz gegen wehren, dass ich das auch spannend finde, was man aus so einer Naturform, aus so einer Wildform überhaupt alles so rauskriegen kann über züchterisches Können, so muss man das ja wirklich sagen. Solange das Tierwohl da nicht gefährdet ist, denke ich, ist das einfach ein weiterer Zweig in der Aquaristik, der seine absolute Berechtigung hat und der unglaublich interessant ist und wo man da züchterisch tätig werden kann. Und gleichzeitig empfinde ich häufig diese Wildformen als sehr, sehr attraktiv und vor allem auch spannend zu beobachten. Insgesamt kann ich sagen, dass die Unterscheidung der Geschlechter mir hier bei der Wildform deutlich schwieriger fällt, als das bei den Hochzuchtformen der Fall ist. Bei den Hochzuchtformen, da gucke ich in so ein Aquarium rein und sage, ja, ich hätte gerne das Pärchen, das Weibchen, das Männchen, fertig. Bei den Wildtieren hier ist mir das sehr, sehr schwer gefallen. Die waren im Händlerbecken noch farbloser und sahen eigentlich auch bei näherer Betrachtung alle gleich aus. Deswegen habe ich mich auch dafür entschieden, vier Tiere zu nehmen. Ich denke, das 300-Liter-Aquarium ist dafür auch ausreichend groß, um die hier unterzubringen. Und bin jetzt selber mal sehr gespannt auf das Geschlechterverhältnis. Das Tier, was wir jetzt hier sehen, ist meines Erachtens ein Weibchen. Man sieht den ganz leicht zartrosanen Bauchbereich, der dafür spricht. Und auch die zweiten und dritten Rückenflossenstrahlen sind nicht so sonderlich ausgezogen. Ist allerdings bei den anderen Tieren auch noch nicht der Fall. Ich weiß nicht, wie alt die sind. Das ist natürlich sehr schwer zu sagen. Ich schätze sie so ein, dass sie noch etwas jünger sind. Wobei diese Wildform des Ramirezi auch am Ende definitiv nicht so groß wird, wie das manche Zuchtformen hier zeigen. Wir sehen aber gleich auch nochmal ein anderes Tier, wo ich dann vermute, dass das ein männliches Tier ist. Hier aber nochmal das Weibchen. Die Tiere gehen super gut an Futter, also die fressen wirklich alles, was ich reingebe, vom Granulat über Flocken, Futtertabletten, selbstverständlich Frostfutter, sehr gerne gefrostete Artemien, weiße Mückenlarven, die ich hier ab und an reingebe. Also die sind, was das Futter angeht, überhaupt nicht wählerisch und das kommt unter anderem eventuell daher, dass in der Natur ja Nahrungsknappheit grundsätzlich herrscht und die Tiere da einfach nicht so wählerisch sein können. Also bis dahin bin ich hier sehr, sehr zufrieden mit. Jetzt sehen wir hier zwei Tiere, die sich so ein bisschen bekriegen. Das hintere davon könnte meines Erachtens ein Männchen sein. Vielleicht kommt das gleich nochmal ins Bild.
Dann kann man da nochmal genauer gucken. Und ja, das mit der Fütterung hat mich einfach wirklich sehr gefreut. Und ich bin sehr froh, dass die Tiere jetzt so stabil sind. Also seitdem ich die habe, zeigen die keinerlei Krankheitsanzeichen. Ich habe kein Tier verloren. Und ich glaube, dass die Wasserwerte hier auch für sich sprechen. Das ist einfach eine gute Qualität. Jetzt ist hier nochmal im hinteren Bereich das Tier zu sehen, was ich für ein Männchen halte. Weil man sieht nicht so diesen Rosé-Bereich, links vorne das Weibchen, hinten das Männchen. Deutlich weniger kontrastreiche Färbung als die Zuchtformen das auch teilweise zeigen. Das ist jetzt hier gerade in so einer ein bisschen Dominanzstimmung. Es hat diese ganz starken schwarzen Streifen, diese Querbinde durchs Auge und oben die Flossenstrahlen sind, die ersten Flossenstrahlen sind ganz kontrastreich schwarz gefärbt bei diesem Tier. Hier ist es auch nochmal zu sehen. Und bei dem Weibchen sieht man noch deutlich mehr Färbung in dem Körper, also auch diese dunklen Flecken an der Seite. Aber insgesamt finde ich, unterscheiden die sich doch schon sehr von diesen Hochzuchtformen. Und ich muss jetzt natürlich hier nochmal abwarten, wie die sich mit der Zeit machen und entwickeln, auch in der Färbung und im Verhalten. Verhalten ist noch ein gutes Stichwort, denn mir fällt auf, dass die Tiere viel agiler sind, etwas scheuer, aber irgendwie auch mutig und neugierig. Wohingegen ich die Hochzuchtform häufig als schon im Vergleich dazu fast träge empfinde. Also die stört irgendwie so wenig, ne? Die kommen einfach mal nach vorne, dann fressen sie, dann ziehen sie durchs Aquarium, dann jagen sie sich mal weg und so. Die sind natürlich auch aktiv. Aber hier bei dieser Wildform ist das wirklich ein Kommen und Gehen und ein Hin- und Herschwimmen und zwischendurch mal wegscheuchen und den ganzen Tag wird der Bodengrund abgesucht nach Fressbarem. Und die sind sehr viel agiler unterwegs, als die Zuchtformen das tun. Und mir gefällt dieses Verhalten sehr, sehr gut. Ich habe noch einen so einen Punkt, wo ich ja gerade gesagt habe, den Bodengrund absuchen und abpicken nach Nahrungspartikeln. Ich habe hier diesen Kies drin. Und für viele Tiere und auch für die Ramirezis ist eigentlich ja ein Sandboden deutlich naturgerechter. Und auch für die Panzerwelse, die ich in dem Aquarium halte, wäre das der Fall. Ich habe mich dazu entschieden, hier bestimmte Bereiche des Bodengrundes noch durch eine Sandfläche auszutauschen. Das habe ich jetzt noch nicht gemacht, das wird aber folgen. Und ich denke, dass das den Ramirezi besonders auch nochmal gut tun wird, weil das einfach ihrem natürlichen Habitat entspricht. Also die nehmen wirklich diesen Sandboden auf. Und ich habe das im Video schon häufiger mal erwähnt. Es gibt auch die These, da sie ja den Sandboden quasi durchkauen und nach Nahrungspartikeln durchsieben und dann den überschüssigen Sand durch die Kiemen wieder nach außen befördern, dass damit auch so eine Reinigung der Kiemen von eventuellen Parasiten erfolgt. Und die graben auch so kleine Mulden, wenn sie sich dann fortpflanzen in den Sandboden. Und all das können die mit dieser Kiesgröße, die ich hier habe, zwar auch machen, aber ich denke, ich werde hier noch einige Sandbereiche einbringen. Mit den anderen Arten, die hier im Aquarium sind, haben die Tiere keine Probleme. Auch hier der Pistogammatrifasciata Mann, der hier noch drin ist, der beeindruckt die überhaupt nicht. Also er scheucht sie zwischendurch mal ein bisschen weg, aber dann kriegt er auch wieder einen ab. Also die sind, was die anderen Fische angeht, die sich in diesem Aquarium hier befinden, völlig problemlos, werden nicht angegangen und vertreiben die auch nicht sonderlich. Und ja, ich bin mal gespannt, wie die sich hier weiter in dem Aquarium machen. Ich hätte die natürlich auch eigentlich gerne in einem meiner Biotop-Aquarien untergebracht. Die sind allerdings im Moment alle besetzt, sodass ich da jetzt keine Wahl habe. Die sollen schon grundsätzlich hier in diesem Aquarium untergebracht sein. Das ist von der Größe her absolut gut für die Tiere. Wenn jetzt hier gefüttert wird, sieht das manchmal so ein bisschen überbesetzt aus, aber das ist einfach, weil die Tiere hier an dem einen Fleck zusammenkommen. Das Aquarium ist definitiv nicht überbesetzt. Da sitzt man auch manchmal vor und sieht recht wenig Fische. Aber die nochmal in so einem Biotop-Aquarium zu halten und da die Nachzucht zu versuchen, das würde mich doch schon sehr, sehr reizen. Ich muss mal gucken, wie sich die anderen Projekte entwickeln und wie lange die noch laufen. Vielleicht komme ich ja nochmal dazu. Ja, das war's auch schon wieder mit der Vorstellung. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal und läutet die Glocke, um keine weiteren Videos auch vielleicht zu dieser Art hier zu verpassen. Und ich sage einfach Tschüss und bis zum nächsten Mal.